Moin Leute und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge, da wollte ich das, was wir heute auf jeden Fall anfangen, eigentlich schon mit euch machen. Aber das wurde dann leider wieder nichts. Da hatte ich mal wieder den Mund zu voll genommen. Es ist früh am Morgen und ja, heute soll es auf jeden Fall mit unserem neuen Abenteuer losgehen. Vorher zeige ich euch nochmal, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe wieder ein bisschen, ja, Tränke und sowas gebraut. Da hat sich jetzt hier aber nicht wirklich was ergeben. Also ja, bei Alchemie ist es natürlich weitergegangen, ganz klar. Was ich auch gemacht habe, ist Bogen. Und zwar bin ich da oben in Rathai auf dem Bogenplatz hier gewesen, auf dem Schießstand. Und hab mal ordentlich ein paar Runden auf der mittleren Stufe gespielt. Da haben wir auch, oder habe ich auch immer gewonnen. Sodass ich da dann ordentlich Groschen gemacht habe. Wir haben jetzt mittlerweile auch, ich glaube, 2000 oder so. Das ist, glaube ich, besonstiges drin. Ja, guck mal, 2300. Ich habe auch zweimal auf Meister gespielt. Einmal habe ich sogar auf Meister gewonnen. Einmal habe ich auf Meister verloren. Es ging also und ja, man wird auch immer besser mit der Zeit. Ja, das hat echt Spaß gemacht. So, wir müssen auf Theresa warten, die pennt aber leider noch. Das heißt, ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Was ich mir auch überlegt habe, das machen wir dann aber auch danach erst alles. Und zwar map-technisch sind wir ja hier oben in Uschütze aufgrund der Waldenser-Quest gewesen. Ich würde mich quasi hier so in dem Gebiet denn gerne nochmal umsehen. Auf jeden Fall. Und ich würde mich auch gerne in Merhoyet umsehen. Da sind wir ja wegen der Mühle hier mit Timmy, glaube ich, einmal gewesen. Und ich würde mir auch Ledetschko noch mal genauer ansehen, weil hier sind noch ganz viele Fragezeichen auch. Genau, und ich habe auch vor, mit euch auf jeden Fall die Schatzkarten und die uralten Karten zu machen. Da sind ja immer solche Eintragungen und ich denke mal, da gibt es denn immer irgendwas zu finden. Vielleicht denn, ja, Schätze bei den Schatzkarten und vielleicht irgendwelche interessanten Sachen bei den uralten Karten. Ey Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, aber guckt euch das an, wie schön es einfach aussieht. Die Sounds, die Musik, die Lichtstimmung. Also so herrlich. Oder hier auch mit diesen Trauerweiden und so. Es ist so schön. Ich glaube, hier war ja nicht wirklich weiter was, ne? Ne, hier ist auch nichts eingetragen. Aber wie gesagt, wir können ja mal hier hochgucken. Wir können ja sonst auch mal das Pferd nehmen. Dann reiten wir noch eine kleine Runde hier. Machen ein bisschen Erkundungstour hier im weitesten Sinne. Ah, okay. Ganz unten am Fluss geht auch noch was lang. Interessant. Ja, eventuell haben wir Glück und entdecken hier noch was. Und wenn nicht, dann kehren wir, wie gesagt, gleich zurück. Ich glaube, die Theresa, die steht immer so, ich glaube, bei 9 rum oder so ist die, glaube ich, dann immer wach.
Das ist interessant. Ich habe gerade diese automatische Funktion gehabt vom Pferd jetzt, vom Reiten. Ist das wieder ein Wanderer oder? Ja. Ja, ich glaube, bei den Wanderern haben wir es uns auf ewig verscherzt. Die laufen ja auch zum Großteil eigentlich immer weg. Ich weiß nicht, ob man normalerweise, wenn mir das nicht passiert wäre, gleich am Anfang, dass ich den Hund da auf den Einwanderer gehetzt habe, ob man mit denen sonst noch anderweitig irgendwie interagieren kann. Irgendwie verabschiedet sich meine Stimme gerade schon wieder hier. Oh, sind das Köhler hier oder? Ein Holzfällerlager ist das. Aha. Ich guck mal eben, ich glaube, mit denen kann man in der Regel nicht interagieren. Servus, grüß Gott. Nee. Okay, schade. Ja, guck mal hier, Leute, ey. Mit so einer Säge. Alter Schwede, ey. Und der mit solchen Beilen, ey. Wisst ihr, wie schwer das ist? Also, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie schwer das ist. Also, ich habe selber einen Motorsägenschein. Den habe ich irgendwie vor 6-7 Jahren habe ich den gemacht. Und ich muss sagen, selbst mit einer Motorsäge, wenn man da einen halben Tag irgendwie da Bäume abrasiert, das ist schon, finde ich schon, je nachdem wie groß natürlich auch die Säge ist. Und ob das eine Benzinsäge ist oder halt eine elektrische Säge. Es ist körperlich echt anstrengend durch diese gebückte Haltung auch. Zeig, was du drauf hast. Ah! Ja. Ich erzähle euch. Euch das gleich weiter. So. Rüstung. Jetzt muss ich. Okay, ich habe den Helm schon auf. So, Kollege. Ist der erledigt? Jawohl. Oh. Fallen lassen. Ich habe den aus Versehen aufgehoben jetzt. So, ja, das mit dem Hund weiß ich jetzt noch nicht. Bin jetzt auch mit den Folgen wieder im Voraus. Ach so, ich habe euch noch vergessen zu erzählen. Ich habe mir noch einen Langbogen gegönnt. Das ist der hier, der hat richtig viel im Vergleich zum Beispiel zum Carpon-Jagdbogen oder... Ach nee, den anderen habe ich gar nicht mehr. Den Kumanbogen. Ich muss aber dazu sagen, bei den Bogenschießwettbewerben ging der von Carpon tatsächlich besser, habe ich so den Eindruck, weil den konnte man schneller spannen, die Pfeile und so weiter. Da konnte man schneller mit schießen. Also, ja, keine Ahnung. Also, war jetzt nur, wie gesagt, so ein Eindruck von mir. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal, wo ich auf den Gegner gedroschen habe, meinen Hund getroffen. Ich glaube, der ist jetzt wieder weggelaufen. Ich weiß noch nicht, wie man den ranrufen kann. Das ist immer das Pferd. Wo steckt ah, okay. Der Hund? Bei Fuß. Er ist weg. Ob er zurückkommt? Ah, okay, ja, das tut mir leid. Hüter. Ah, okay, mit lang, wenn er weg ist, mit langes X drücken,
dann pfeift er den auch. Gut, dann hat sich das schon aufgeklärt. Ich bin nämlich, wie gesagt, mit den Folgen wieder ein ganz Teil im Voraus und kann natürlich denn eure... Ja, das hat der Schuki hier clever gemacht, eure Kommentare und Tipps und Tricks, Ideen, wie auch immer, natürlich dann auch erst umsetzen. Ja, der Hund ist nicht da. Sonst würde der jetzt hier auch Gejagen anzeigen. Okay, schade. Ja, aber wir haben jetzt auch 9. Dann können wir zurückreiten. Theresa müsste jetzt wach sein. Ich denke mal, einige von euch ahnen auch schon, was ich vorhab. Ja, jetzt müssen wir mal gucken mit dem Köter. Ja, also wie gesagt, zum Sägeschein hier nochmal. Scheiß Bandit, ey. Also wie gesagt, je nachdem, was man jetzt auch für eine Säge und so weiter benutzt, ist das echt körperlich richtig anstrengend. Vor allen Dingen, du musst ja auch, ist ja nicht nur das Umfällen an sich. Du musst ja auch die Bäume danach noch abästen, zerteilen und ja, dann noch das Holz wegstapeln, einlagern, Spalten auch und so weiter und so fort. Also gut, Spalten macht man dann nachher dann entweder mit der Axt oder einem Beil, je nachdem. Oder halt mit so einem Spaltautomaten. Aber es ist trotzdem echt anstrengend. Und wenn ich mir vorstelle, die haben hier, ist wahrscheinlich auch wie ein Wanderer, ne? Die haben hier nur so eine Handsägen gehabt, also so ein Fuchsschwanz oder... Alter Schwede, ey. Das ist echt übel, also... So... Ich will eigentlich... Ach so, ich wollte auch Peschek nochmal ansprechen. Bei dem kann man ja geklautes Zeug ganz gut verkaufen. Aber ich wollte mal sehen, ob der auch... Ups. Ja, Theresa ist da. Hallo. Ob der auch so andere Sachen hat, die man jetzt vielleicht so beim normalen Händler, sag ich mal, nicht bekommt. Na, beste so. Gesundheit. Wieso bist du in schmutzige Geschäfte verstrickt? Hier kann ich was dir... Was mache ich mit... Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie... Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte... Wenn jemand also etwas verliert... So sieht's aus, Bursche. Ich habe hier Dinge, die ihren... Ja, so. Ach, guck mal hier, siehst du? Das meinte ich nämlich... Der hat denn noch solche Sachen. Ja, ein bisschen falschen noch, ne? Lässt sich was. Nun. Ja, muss ja nicht übermäßig viel sein. Was sagst du? Damit wirst du mich nicht. In Ordnung. So, gut. Ich guck mal rein, was das ist. Regel des. Reibung ist ein Phänomen, das auftritt, wenn sich ein Körper in Bewegung nahe einem anderen Körper befindet. Der nötige Kraftaufwand, um Reibung zu überwinden, erzeugt vor allem Hitze. Aha. Okay, was soll das sein für ein Buch? Naja, werden wir gleich sehen. Oh, es tut mir leid, Leute, dass sich heute meine Stimme so verabschiedet. Ich verstehe das gar nicht. Ja, toll. Jetzt hat das Muten vom Mikrofon nicht funktioniert. Taschendiebstahl war das, Leute. Ja, hier und denn, ne? Diese Schatzkarten, hier ist dann immer irgendwas eingetragen bei Rattai. Ja, aber das machen wir, wie gesagt, denn danach.
So, okay. Ich hatte ja Oh, Köter ist wieder da. Hey! Sieh mal, was ich kann. Oh, ich habe gar nichts zum Füttern. Ach, Scheiße. So. Ah, ich glaube, der ist auch ziemlich runter jetzt mit seinem 78. Okay, eine Sache müssen wir noch schnell besorgen. Ich muss Hundefutter besorgen. Das wollte ich beim letzten Mal schon. Ich habe es jetzt echt irgendwie 2-3 Folgen vergessen, da mir das jetzt wieder eingefallen ist. Aber danach geht's wirklich dann mit Theresa weiter. Naja, hier wieder, ne? Für andere ein gutes Werk tust oder wenn du im Kerker landest, aber Kerker ist jetzt nicht dran, also ich bin jetzt nirgendwo irgendwie verurteilt, dass ich jetzt in Kerker gehe. Ich glaube auch kaum, dass man sich dafür freiwillig irgendwie melden kann. Ja, und gute Tat für andere, da bin ich ja schon dabei, aber Tag. Das wäre alles für heute. Danke und komm gern wieder. Ach so. So, jetzt bin ich aber dran hier. Der Herr sagt. Mhm. Lass uns mal handeln. Hier Dörrfleisch. Das ist echt viel wert, ne? Falsch lässt sich was am Ist das genug? Es muss schon mehr sein. In Ordnung. Ah, geil. Danke. So, gut, dann können wir jetzt nämlich noch einmal den Hund füttern und haben gleich für nächstes Mal noch genug. So, und dann sind wir soweit erstmal durch. Ich freue mich. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Und danach, wie gesagt, erstmal so der Plan. Bisschen Erkundungen auch machen. Uschitze Umgebung. Die Schatzkarten. Und dann natürlich auch weiter einige Quests, naja, abarbeiten. Will ich es jetzt nicht nennen, aber mal ein paar wieder erledigen. Und dann können wir auch wieder ein paar neue annehmen. Weil diesen überkrass vollen Questlog, das mag ich irgendwie gar nicht. So, jetzt ihn noch füttern. Ja, er mit seinem Rataille-Turnier. Da hatte ich auch schon mal zugesagt, das will ich erstmal noch nicht machen, weil ich meine, wir sind noch nicht so gut im Kampf. Und deswegen will ich das erstmal noch nicht. So, noch waschen einmal. So, dann gehen wir mal zu Theresa. Und zwar habe ich mir überlegt, wir sind mit ihr ja auch schon einmal unterwegs gewesen. Im Zuge der Quest Liebeswerben. Und genau, hier ein Stück von der Wiese hat mich Theresa zu einem kleinen Wettrennen herausgefordert. Kaum zu glauben, wie schnell dieses Mädchen rennen kann. Dann haben wir im Gras gesessen und uns bestens unterhalten. Vielleicht sollte ich Theresa erneut einen Besuch abstatten. Ich denke mal, das ist so eine Art Flirty-Quest hier, dass man vielleicht sie auch als Freundin im Sinne von Frau, also Gefährtin halt gewinnen kann. Und in dem Zuge habe ich mir überlegt, man kennt Theresa ja noch gar nicht so richtig gut, also und weiß noch, also ich als Spieler jetzt weiß ja noch gar nicht wirklich viel über sie. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Ja, und man kann zwar hier, ich wüsste gerne, ich habe dir etwas mitgebracht und so weiter. Hier noch ein paar Sachen fragen. Ich wüsste gerne. Das können wir ja auch mal machen. Was hältst du von Hanusch, dem hiesigen Herrn? Er stammt von der ruhmreichen Linie der Herren von Leipa ab. Die Leute sagen, er ist hitzköpfig. Aber da er uns aufnahm, muss er ein guter Christ sein. Okay. Wer ist dieser Hans Capon? Er ist der eigentliche Herr von Ratai und Herr Hanusch bloß sein Vormund, weil Herr Hans noch jung und sein Vater tot ist.
Er soll ein verzogener Schürzenjäger sein. Ja, das stimmt allerdings. Also, Schürzenjäger weiß ich jetzt noch nicht, aber verzogen auf jeden Fall so. Das wäre alles. Okay, so. Ah, guck mal, ich habe dir etwas mitgebracht. Der kann man ihr auch ein paar Sachen schenken, oder was? Ja, jedenfalls habe ich mir überlegt, dass wir die DLC-Quest machen. Wie hast du es geschafft zu überleben? Daneben ist halt dieses Symbol und das sind dann immer die DLC-Quests. Und, was wollte ich sagen? Genau, und da spielt man halt Theresa, das weiß ich so aus dem Infotext. Ja, und das habe ich gedacht, machen wir jetzt einfach mal, um Theresa auch besser kennenzulernen. Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Ja. Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Boah, das muss richtig eklig gewesen sein mit den Fliegen, ey. Ich stand vor den anderen auf. So nervig. Vor allen Dingen schläft er auf der Bank, ey, wie unbequem. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du, oh ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, vor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Cool. Dann starten wir wohl jetzt rein, ne? Bin gespannt. Wohlan, die Arbeit ruft. Ich muss Spitze und die Hühner füttern. Das Unkraut jäten. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Na, okay. Den Hund füttern. Ja, ich gehe mal davon aus, das wird denn drinne sein, oder? Hol das füttere Spitze in der Vorratskammer nachgucken. Ich muss Spitze ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Ah ja, hier. Ja, brauchen wir ja denn nur eins, ne? So, dann erstmal der Hund. Sieh mal, was ich ganz lecker. So. Dann die Hühner füttern. Okay, gewaschen ist sie schon. Okay, das wird mir hier drinnen angezeigt. Ist doch, B ist doch das mit dem, ne? Ah, hier. Oh, machen wir mal wieder zu, Fadi schläft hier. So. Hühner füttern, lustig. Bock, 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 bock. Bitte sehr, füllt eure Schnäbelchen. Lustig. So, da pennt auch einer. Ach, hier ist wohl Unkraut jeden, ne? Oder? Naja. Also die Hitboxen von dem Zeug.
nach wie vor komisch. Sollte reichen. Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Ja, so den einen da noch. Der Hund da gerade. Witzig. So, da müssen wir mit Fares sprechen. Der wird dann wohl in der Zwischenzeit aufgestanden sein. Ach, trödle nicht, du hast keine Zeit. Gucken wir hier. 8 Uhr ist es. Ja. Was ist nur los mit dir heute, Mädchen? So kenne ich dich gar nicht. Moin. Wieso? Theresa, komm her. Ja, ja. Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Der sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser tu nicht gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Na, ach, Vater, urteile nicht so streng über ihn. Du weißt doch, dass er es nie leicht hatte. Nicht nur er, Mädchen. Das entschuldigt nicht seine Faulheit. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut. Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaub ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Tatsächlich? Jetzt bin ich neugierig, Vater. Ich mach mich an die Arbeit. Die Kiste hier, die kann ich nicht öffnen. Na gut, dann gehen wir erstmal raus hier. Hat sie eigentlich Hunger? Ist das... Nee, das hat sie alles erledigt. Okay, wer ist das hier? Stibor. Aha. Gott sei mit dir. Ach, das ist ihr Bruder. Wie geht es dir, Stibor? Brauchst du irgendetwas? Nein, ich bin heute den ganzen Tag in der Mühle. Mehlsäcke schleppen und so. Am Nachmittag sehe ich dann nach der Fischreuse. Und am Abend haben Vater und ich dann etwas zu erledigen. Was denn? Ach, nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest, Schwester. Ah, geheime Müllers-Angelegenheiten. Yep, so in der Art. Na, so, so. So, was ist das für ein Idiot? Bischek, wenn ihr euch noch erinnert, das war der Affe, den wir auch unter anderem in Scarlets mit Heinrich getroffen haben, bei der Prügelei mit dem Deutschen. Und den wir danach noch in Scarlets getroffen haben, der da am Plündern war. Da haben wir doch den Hund noch von abgehalten. Weil der doch immer gekläfft hat und so. Das ist ein richtiger Vollidiot, ey. Vater sagt, du bist faul. Und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Ich will dem nicht drohen. Ich sag mal, hier sei vernünftig. Bischek. Wenn mein Vater dich für einen Faulpelz hält, solltest du dir besser mehr Mühe geben. Ich sag dir das doch nur, um dir zu helfen. Oder willst du wirklich deine Arbeit verlieren? Bei euch dreht sich alles um die Schufterei, als wäre sie ein Segen des Himmels. Schon gut, ich mach mich an die Arbeit. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Das klingt schon besser. Und wird dein Schaden nicht sein. Boah, ist das ein Idiot, ey. Gut, das war der da in dem Stall gelegen hat. Denn muss der andere, muss denn hier noch irgendwie sein? Okay, nee, das ist die Mühle. Hier oben. Das könnte sein. Ah ja, siehst du? Samuel. Samuel, steh auf. Es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ich bin schon wach.
Issen Happen, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Das ist die Stimme von behandeln. Hans Carbon. Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr. Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. Alles klar, das sind ihre Brüder, das ist ja witzig. Ja, das wusste ich zum Beispiel auch irgendwie noch gar nicht. Oder ich habe es jetzt schon wieder vergessen, dass sie zwei Brüder hat. Ja, und dass der Bishak bei denen arbeitet, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Richtige Idioten, ey. Also der Bishak. So. Wie immer hatte Bishak es nicht eilig, sein Tagwerk zu beginnen, aber es gelang mir, ihm Beine zu machen. Samuel fiel es nicht leicht, aus dem wohlig warmen Bett zu kriechen, aber ich brachte ihn dennoch dazu, sich zu sputten und zur Arbeit zu gehen. Er genießt ohnehin schon den Ruf eines Faulpelzes und wenn er wieder zu spät kommt, ist dies seinem Ruf nicht gerade zuträglich. Vater ließ in der Schmiede Nägel anfertigen und schickte mich los, um sie abzuholen. Die Schmiede ist direkt unterhalb der Burg. Ja, und da treffen wir ja denn anscheinend auf Heinrich, ne? So, wie rum muss ich jetzt gehen? Hier hoch, ne? So. Genau hier, aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir da reinkommen. Weil das ja so ein Hintereingang war. Ach, guck mal, hier ist noch ein Fragezeichen. Oh, dann gehen wir mal außen rum. Können wir auch machen. Ach ja, war das schön mit Scarlets und allem drum und dran. Schon ein netter kleiner Ort hier, ne? Hier denn auch so mit den... Na, das müssen denn da oben wohl diese Minen sein. Die haben ja mal gesagt, hier sind so viele Silberminen. Hier am Fluss, weiß ich auch gar nicht. Ach, guck mal, hier ist auch überall was los. Ah, wie so eine Art... Ja, okay, die brauchen für das Erz wahrscheinlich so viel... Wasser denn zum Waschen auch und so. Ah, das ist halt ein Teil von Scarlets, den wir mit Heinrich ja gar nicht gesehen haben. Hier wahrscheinlich denn. Da waschen die das denn wahrscheinlich irgendwie raus oder so. Das muss ganz schön doll gewesen sein, so mit dem... Ihr Schmied, ne? Theresa, schön dich zu sehen. Ja. Mit dem Erz und so weiter. Weil wenn die das so in den Fluss dann alles abgelassen haben, da sind ja auch immer so ein paar Giftstoffe dabei. Das muss ganz schön krass früher gewesen sein. Da haben die sich bestimmt auch viel... viel rangeholt an Erkrankungen. Ah, guck mal, ja, hier, das ist alles, naja, hier Erz waschen und so, das hat alles damit zu tun. Oh, nicht schlecht. Aber haben sie cool gemacht, ne? Überall auch so ein bisschen Leute hier, Bergarbeiter. Ah, hier Kohle. Schlussknacken ist ja witzig.
Naja, das muss auch übelst die harte Schufterei gewesen sein. Die mussten das ja auch alles von Hand dann schleppen und so weiter und so fort. Ja, die Leute sind halt früher auch nicht alt geworden, ne? So, was haben wir hier noch? Wer ist das? Tobias Pfeiffer. Aha, okay, den kann ich nicht anschnacken. Wächter. Hier machen sie wahrscheinlich das mit dem Silber. Da gucken sie, dass ja keiner klaut und so. Alter. So, wo bin ich jetzt hier? Ah, okay. Hier. Aha, ein kaputter Kahn. Komme ich denn da über die Brücke eben, die da war? Hier ist das. Okay, soll das so wie so eine Art Stau aufgestaut sein, wie so eine Art Wehr oder so, ne? Ja, hallo. Auch ein Bergarbeiter. Was ist das denn jetzt hier, dieser Unef? Nee, das ist da hinten, bei der Brücke ist das. Ach nee, hier ist das. Ah, Bogenschießen. Meisterbogenschütze. Aha, mit dem kann man... Ja, alles gut soweit. Okay. Ja, tatsächlich kann man hier schießen. Das ist ja geil. Das war das auch, glaube ich, das Fragezeichen. Das ist ja cool. Dann kann ich mir hier noch... Larry machen und Bogenschießen machen oder was? Witzig, ja. Naja, dann gehen wir jetzt mal hier hinten rein. Hier müsste eigentlich auch ein Eingang sein. Ist hier Holzfällerlager? Ja, ist klar. Okay. Ja, Holzfällerlager. Hier ist auch noch so ein einzelnes Haus. Ja, hier bei dem Eingang müssen wir dann rein. Oh, haben wir gleich ein bisschen Erkundung hier gemacht. Okay, hier hinten ist noch ein Hof. Interessant, okay. Aber ich glaube, mit den meisten Sachen kann man hier gar nichts machen. Aber ich freue mich echt auf das Abenteuer von Theresa. Da bin ich schon mal gespannt. Du siehst es und wirst sie dafür bestrafen. Was ist mit ihm? Ich habe dich in Scarlets gesehen, aber wir haben nicht geredet. Ja, mit mir redet kaum jemand. Warum denn nicht? Tja, weil ich hier ein Fremder bin und die Leute sich nicht um das Wohl von Fremden scheren. Aha, okay. Warum bettelst du? Ich habe nichts mehr. Mein Weib, meine Kinder, mein ganzes Vieh. Ich habe alles verloren. Fremde Truppen kamen und nahmen mir alles, mit Schwert und Feuer. Nur ich überlebte. Welche Truppen waren das? Weiß ich nicht. Irgendwelche Waffenknechte halt. Ich floh in diese friedlichen Lande, so weit weg von dem Elend wie nur irgend möglich. Ich gebe dir etwas. Moment. Ein paar Groschen reichen. Ja, wie viel?
Hier. Bitte. Jetzt kannst du zumindest einen Happen essen. Der Herrgott vergelt dir. Für deine gute Tat wird er über dich wachen. Einen halben Groschen, lol, ey. Ja, ich guck, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Um 76, ja, 40 hatte uns der Vater, glaube ich, gegeben. Ja, zur Not verkaufe ich hier ein bisschen Retterschnaps oder irgendwie was. Nein, Spaß, den verkaufen wir natürlich nicht, aber ich kann ja hier ein bisschen Salbei sammeln, weil es gerade hier ist. Verkaufen wir halt das beim Markt, dann haben wir den halben Groschen da auch wieder drin, ne? So, fertig. Gute Leute, lasst mich nicht verhungern. Gott schütze dich, der. Ja, hallo? So, dann sind wir in Scarlets angekommen, Leute. Hier müsste gleich der Markt kommen. Die Schenke, genau, wir sind hier beim Händler. Genau, hier ist der Händler. Pferde da oben ist Heinrich denn bei der Burg. Der Schmied, hier ist die Schenke. Die anderen Händler. Und er sagt, ist gut und fängt an, Münzen zu glauben. Einfach so. Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tom da ihr alles abkaufen will. Ist doch toll. Ein paar Groschen extra schaden nie. Lustig. Jamila, mit der können wir auch reden. Hi. Was gibt es Neues im Dorf, Jamila? Bist du auch auf diesen Gelehrten gestoßen, der seit gestern hier im Dorf ist? Er erzählte mir eine schöne Geschichte aus alten Zeiten über Libussa. Hast du schon einmal von ihr gehört? Nee. Nein, sagt mir gar nichts. Wer war sie? Ach was, jeder kennt doch ihre Geschichte. Sie war eine Prinzessin, die einen Ackerbauern heiratete, der später König wurde. Aha. Aber sie war auch Wahrsagerin und hatte Visionen. Und sie gründete Prag. Hm, interessant. Was hat der Gelehrte über sie gesagt? Er erzählte vom Mägdekrieg. Willst du davon hören? Jo. Mägdekrieg? Klingt auf jeden Fall spannend. Erzähl mir davon. In heidnischen Zeiten waren die Frauen anders. Sie waren, wie nannte er es, frei vom schweren Joch der Ehe. Sie trugen Waffen und kämpften. Und sie wählten ihr Oberhaupt selbst. Wie Männer sollen sie gekleidet gewesen sein? Was wurde aus ihnen? Er sagte, sie errichteten eines Tages ihre eigene Burg, die kein Mann betreten durfte. Sie haben sie selbst gebaut? Oh ja. Doch als die Männer sie sahen, wurden sie neidisch. Und so errichteten sie ihre eigene, und zwar in Sichtweite der Burg, die die Frauen gebaut hatten. Was? Männer und Frauen lebten getrennt in ihren eigenen Burgen? Ja, und sie führten Krieg gegeneinander. Die Männer waren zwar tapferer, aber die Frauen gerissener. Wie ging es weiter? Es kam zu einem Waffenstillstand. Sie begossen ihn mit einem dreitägigen Fest. Doch am Ende nahm sich jeder Mann ein Weib. Oh, ich hätte erwartet, dass es anders ausging. Fürwahr, mir hätte es auch besser gefallen, wenn es andersherum gewesen wäre. Eine schöne Vorstellung. Danke für die Geschichte, sie ist inspirierend. Ich muss jetzt los. Bei mir in der Burg herrschen noch Männer, die immer alles in einen Schweinestall verwandeln. Das ist ja geil, da kann man hier die Leute anquatschen. Vergiss es nicht. Okay, zocken können wir auch, also würfeln. Vogt. Antonia können wir noch. Maruna. Aha. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Was gibt es Neues, Antonia? Ach, mein Göttergatte klagt schon ewig über Husten und Schnupfen. So wie er herumjammert, könnte man meinen, es wird bald Zeit für den Totengräber. Aber am Abend haut er dann ab in die Schenke. Männer. Sobald es mal im Hals kratzt, fürchten sie den Gevatter tot.
Aber wenn man ihnen einen Krug Bier vor die Nase stellt, sind sie plötzlich putzmunter. Ja, merkwürdig, ne? Wie das wohl immer kommt. Maruna? Gott sei mit dir. Benötigt. Gibt es was Neues, Maruna? Naja, ein komischer Kauz verkauft komischen Schmuck und komische Reliquien am Rand des Dorfes, unweit des Töpfers. Und noch dazu sagt er komische Dinge. Komisch, inwiefern? Dich behüten, Thea. Nun, ich wollte wissen, was er alles verkauft und grüßte ihn höflich. Da fing er an, mir Komplimente wegen meines Aussehens zu machen. Was ist daran komisch? Männer reden doch immer so keck daher, wenn eine Frau kein Ehetuch trägt. Das war noch nicht alles. Plötzlich redete er davon, wie verschieden wir alle sind. Also Männer und Frauen. Er wurde ganz schön vulgär. Was? Und? Wo liegen laut ihm die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Angeblich ist der Leib der Frau das Gegenstück zum Leib des Mannes, denn sein, du weißt schon, ist außen und bei uns innen. Da Mannsbilder mehr Hitze in sich tragen, wird ihr, du weißt schon, aus dem Leib gedrückt. Unser Leib ist kälter und bei uns bleibt das drin. Denkst du, es stimmt, was er da sagt? Ja, macht schon Sinn. Ja, hat schon Sinn. Finde ich auch. Aber ich werde dem nicht nachgehen. Lass uns nicht weiter über das Thema reden. Pass gut auf dich auf, Marune. Oh, geil, ey. Leute, ist das witzig, ey. Das ist, glaube ich, eine... Nee. Herrlich, herrlich. So, ist das... Bartek? Aha, mit dem kann man auch reden. Richtiger, ist dir etwas zugestoßen? Nee, ach was, ich muss mich nur ein bisschen waschen. Was gibt es Neues? Du kommst mir nicht bekannt vor. Woher stammst du? Von einem Hof außerhalb des Dorfes. Bartek, mein Name. Du bist die Tochter des Müllers, habe ich recht? Dein Bruder hat uns mal bei der Ernte geholfen. Ah, ich erinnere mich. Das war, bevor Samuel Bergarbeiter wurde. Bergarbeiter? Arbeitet er nicht mit eurem Vater in der Mühle? Nein, aber mein älterer Bruder Stibor. Samuel musste in die Mine, weil die Mühle wohl nicht genug für uns alle abwirft. Vater meinte, das sei auch redliche Arbeit. Und sie würde ihn abhärten. Stibor erbt irgendwann die Mühle. Mit seiner zukünftigen Frau, wenn er überhaupt eine findet. Und was wird dann aus dir? Das weiß ich nicht. Naja, die wird ja auch heiraten, ne? Irgendwann heirate ich und wohne bei meinem Ehemann. Sicher, so ist der Lauf der Dinge. Aha. Dorfbewohner, das ist ein Händler. Das war Vogt, mit dem können wir auch nicht reden. Guck mal nochmal. Fasch mich mal nochmal. Glaubt denn, sagen die das nicht? Pickel. Gott sei mit dir, Theresa. Ah ja. Wie geht's? Ja, alles gut. Wie stehen die Dinge, Pickel? Pickel? So nennen mich eigentlich nur die Jungs in der Mine. Oh, verzeih. Samuel erwähnt dich manchmal, deswegen kam ich wohl darauf. Macht es dir was aus? Ach, spielt keine Rolle. Der Name bleibt mir sowieso. Pickel, der Narr, der sich mit einem Pickel zwei Zehen abgeschlagen hat. Wie furchtbar. Immer wieder passiert etwas in den Minen. Wie ist es dazu gekommen? Ich hab wohl einfach nicht aufgepasst. Wir haben einen Schacht gegraben und ich habe meinen Fuß getroffen. Der Pickel ging durch den Stiefel wie durch warme Butter. Muss schrecklich wehgetan haben. Oh ja, hat es. Und jetzt muss ich Stroh vorne in den Stiefel tun, damit ich normal gehen kann. Ach, Scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt los. Es gibt noch viel zu tun. Pass gut auf dich auf, ja? Ja, ja. Das finde ich ja witzig. Da erfährt man ja allerhand Dinge hier, ne? Das ist ja... Beim Töpfer steht einer. Das muss ich dann auch nochmal dran denken, weil da ist jetzt noch nichts eingetragen. Aber ich finde das gerade mega interessant, was man hier so von den Leuten erfährt. Weil einige, weiß ich... Was? Zeig dich! Hallo? Hallo? Dass man die ja auch in Scarlets wieder trifft. Berans Frau. Aha. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas?
Da haben wir ja den Kelch geholt. Diesen Familienbecher. Was gibt's Neues im Dorf, gute Frau? Alles Mögliche. Oder rein gar nichts. Wie man's eben nimmt, nicht wahr? Man redet über alles und jeden. Was interessiert dich? Oh, die weiß aber viel. Na? Was wird über Herrn Ratzig geredet? Weißt du zufällig, ob es etwas Neues aus der Burg über Herrn Ratzig gibt? Oh ja. Martin der Schmied fertigt ihm ein neues Schwert. Und ein Graveur von weit her soll es edel verzieren. Das wird ohne Zweifel ein Meisterwerk. Gibt es neuen Klatsch über Heinrich und Bianca? Ja, stimmt, das wissen wir auch noch aus dem Anfang, aus dem Epilog hier von... Was heißt das, Epilog? Ach, ist auch egal. Dass Heinrich mit der Schenkendame, hier mit der Schenkentochter zusammen ist. Gibt es etwas Neues über Heinrich und Bianca? Es wundert mich, dass der Schankwirt den jungen Burschen gewähren lässt. Er nimmt es wohl mit der Redlichkeit seiner Tochter nicht so genau. Oder sie hält es vor ihrem Vater geheim. Aha. Was erzählt man sich über Johanka? Hast du etwas über Johanka aufgeschnappt? Nun, wie es scheint, macht sie dem jungen Matthias schöne Augen. Aber dieser Einfallspinsel beachtet sie kaum. Du kennst sie gut, nicht wahr? Weißt du, ob etwas an der Sache dran ist? Ich beteilige mich nicht am Tratsch. Johanka schwärmt für Matthias? Oh Gott, da weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich hau das mal raus. Johanka schwärmt seit dem letzten Erntefest für Matthias. Ah, dann hatte ich recht. Okay, was sagt man über Fritz und Matthäus? Was weißt du über Fritz und Matthäus? Die zwei. Zimmermänner wollen sie sein. Ich denke, das Einzige, was sie zimmern, ist das Gerüst für ihren Galgen. Oh. Okay, da müssen wir nochmal rausfinden, wer das alles ist, weil, gut, Heinrich, Bianca weiß, ich ratze sich auch. Johanka scheint ja eine Freundin irgendwie von Theresa zu sein. Fritz Matthäus, weiß ich nicht. Meister Pfeffer, den haben wir vorhin bei den Bergarbeitern getroffen. Was weißt du über Meister Pfeffer? Meister Tobias hat ein gutes Herz. Das Fest heute Abend verdanken wir ihm. Und natürlich auch Herrn Ratzig. Aber der Anlass? Er wird wohl kaum sein Geld unter die Leute bringen wollen. Aha, okay. Na hier, über ihre Brüder. Was denken die Leute über Stibor und Samuel? Was denken die Leute eigentlich über meine Brüder? Nun ja, nimm's mir nicht übel, aber Samuel gilt nicht gerade als fleißig. Und Stibor, über ihn ist mir ehrlich gesagt nicht zu Ohren gekommen. Komisch eigentlich. Aha, wieso ist das von Johanka? Hast du etwas über Johanka aufgeschnappt? Nun, wie es scheint, macht sie dem jungen Matthias schöne Augen. Ach so, weil man das mit dem Tratsch nicht gesagt hat. Deswegen ist das noch weiß. Spricht man auch über mich? Erzählen sich die Leute etwas über mich? Ach, über jeden wird geredet. Aber ich kann den Leuten nicht sagen, was man sich über sie erzählt. Das wäre nicht richtig. Na. Ich gehe dann mal, gute Frau. Leb wohl. Berends Frau, so eine richtige Quatschtante. Jana. Gott sei mit dir. Na? Was gibt es Neues, Jana? Ha, hast du den Herumtreiber am Tor gesehen? Wen meinst du denn? Den stinkenden Bettler, der dort immer herumschleicht. Als ich Wasser geholt habe, hat er mich angestarrt wie ein Dämon. Mit dem Burschen stimmt etwas nicht, das sag ich dir. Der Büttel sollte sich um ihn kümmern. Bettler und anderes Geschmeiß können wir in Scarlets nicht gebrauchen. Ja. Ich finde, du solltest nicht so reden. Wir müssen doch da sein für Glaubensbrüder in Not. Not? Stinkfaul ist er einfach nur und sucht sich keine Arbeit. Ja. Na gut, okay. Ja, das ist ja interessant. Ich würde aber sagen, ich belasse das für die Folge. Das wird sonst zu lang. Wir sind jetzt schon bei über 50 Minuten, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge unterhalten wir uns hier weiter mit den Leuten. Das ist ja richtig interessant, was wir hier noch so erfahren. Vor allen Dingen, was so getratscht wird und so. Richtig geil. Und ja, das war der Einstieg in die Johanka-Quest. Jetzt bin ich schon total durcheinander mit den ganzen Namen. In die Theresa-Quest natürlich. Und ja, freue mich darauf, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.